Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Montag, den 26.08.2024. Und unser DAX hat sich hier bereit gemacht für den Ausbruch am Abwärtstrend. Wir hatten am Freitag schon darüber gesprochen, beziehungsweise in der Analyse für den Freitag, dass wir die Abwärtstrendkante jetzt wahrscheinlich dann eben auch mal kontaktieren und bestimmt auch mal in den Ausbruch gehen. Da haben wir jetzt schon ein paar Tage drüber gesprochen. Wenn wir nochmal zurückgehen in die Analyse für den Freitag, was wir sehen wollten, hatten wir im Kern darüber gesprochen, dass mit dem neuen Hoch und dem, also dem höheren Hoch und dem höheren Tief und auch dem Abdrehen, dass der DAX eigentlich leicht gehabt hätte, über eine 470 eben wieder aufzudrehen, wieder hochzugehen in die 600, an die Linie ran, und hatten so sinngemäß gesagt, dass es dann auch ganz schön frech von ihm wäre, wenn er den Schluss dann da oben auch irgendwie so an die 600 ran drückt. Das hat er nun gemacht und sich hier eben auch bereit gemacht, in den, naja, in den Ausbruch reinzugehen und das jetzt hier mal zu probieren. Untere Variante ist nicht zum Tragen gekommen, dafür hätte er hier unter die 420 gemusst. Da hat man gesagt, wäre nochmal Support, um vielleicht 270 oder sowas erreichen zu können. Ja, interessant wird jetzt für den Montag auf jeden Fall, wie wir rein starten. Da gucke ich sehr genau hin, ja, wie so die ersten Stunden ablaufen. Wenn er sich da irgendwie nur, ja, ich sag mal, oben so einen kleinen Stich gönnt. Das könnte sogar auch ein neues Hoch sein an der 700. Das wäre gar nicht so unüblich, dass er einfach nochmal so hochsticht. Gerade nachdem der Xetra-Handel gestartet hat, irgendwie nach 9 Uhr ein neues Hoch reindrücken. Das könnte eine 700 werden und dann sollte er aber bitte nicht direkt kollabieren, Gap zumachen und auch unter diese Eröffnung zurückfallen, auch nicht unter die 600 zurückfallen. Das würde für mich zu doll danach riechen, dass wir hier eher in diesen Gap-Close vom Donnerstag oder zum Donnerstagsschluss hin tendieren. Und das würde so gerade so, ja, unter 550 würde das dann halt Fahrt aufnehmen. Ja, 550 dürfte man jetzt nochmal als Support annehmen, aber eben auch 580, 550, das wäre jetzt so für mich der Supportbereich zum Montag, auf dem er, ich sag mal, wenn er vielleicht ein bisschen wackeliger auch reinkommt, sich nochmal hochdrehen könnte, geht der Tiefe rechne ich eigentlich schon damit, dass wir am Donnerstag das Gap zumachen. Würde ihm an sich rein von der Hoch-Tief-Folge noch nicht das Genick brechen, aber hätte ich jetzt nicht unbedingt Bock, dann da noch drin rum long zu handeln, wenn der da unter 55 drin rumfuchtelt. Weil, ich sag mal, wenn der die 420 nicht getragen kriegt, oder aufgedreht kriegt, hier die 450, das Gap, ja, wenn er das nicht hochgedreht kriegt, dann schnell auch wieder bei seiner 360, 335 und dann haben wir auch noch unten das andere Gap hier bei 210, was er dann erreichen kann. Also ich würde am liebsten von ihm sehen, dass er sich jetzt eben oben auf diesem Channel auf der 580, 550 halten kann und eben weiter nachlegt und im Idealfall auch, selbst wenn er so einen schönen Start macht zum Xetra-Start, dann eben auch regelmäßig neue Hochs nachlegt. Ja, das kann nach 10, das kann nach 11 sein, dort einfach rausgehen. Wo kann er dann hingehen? Da können wir ja mal hier noch drauf gucken. Wichtigster Bereich ist eben hier ganz klar die Channelkante, die Flaggenkante. Jetzt im so Bereich um 700, 680, ja, diese alte Flaggenkante, die wir hier drin hatten, ist natürlich auch nochmal eine kleine Marke, von der er stänkern kann. Deswegen aufpassen, wenn er da nach 9 Uhr dran sticht und sich hart wegdreht. Also das wäre also als Kombination das, was ich mir vorstellen könnte, wenn er wirklich nach unten ein bisschen abhauen will. Ansonsten macht er das gut und bleibt einfach noch zur Seite liegen und macht irgendwelches, ja, ihr wisst, was ich sagen will, ja, so ein Geschiebe zur Seite. Das war das Wort mit SCH, was mir jetzt nicht einfallen wollte. Geschiebe zur Seite hier oben an der 700. Dann sollte man sich darauf einstellen, dass er auch oben rausgeht, ja, und dann hat man die ganzen letzten Tage immer mal so eine 800 im Visier, guckt dann mal vielleicht auch hier, das Hoch vom 12. Juli liegt dann bei 87, ja, so 87, 800, das wäre vielleicht eine schöne erste Anlaufstation, um ein bisschen frische Luft zu schnuppern, außerhalb vom Abwärtstrend, außerhalb von der Channelkante, und da muss man auch ganz klar sagen, das wäre oberhalb des letzten möglichen ziehbaren Abwärtstrends, er ist dann raus, ja, also das wäre dann ganz klar ein Ausbruch und der würde unserem DAX im Grunde auch das ermöglichen, dass er hier oben eben auch das macht, was die Seminarteilnehmer in Frankfurt hier eben noch reingekritzt haben, wenn denn irgendwann diese Flagge bricht, dass er sich dann eben auch Platz bis über eine 19.000 freischalten kann. Das kann er hinkriegen in dem Moment, wo er eben aus diesem Abwärtstrend rausbricht, deswegen dort aufpassen halt, ne? Es kann schön nach oben zwirbeln, aber eben, es ist unser DAX, wir sind im saisonal schwachen Zeitfenster, wir haben jetzt unten einen richtig fetten, hässlichen Fehlausbruch gesehen, es würde sich doch
ihn anbieten, hier oben nochmal mindestens genauso hässliches Ding hinzulegen, alle auf Long zu trichtern, jetzt mitten im schwachen Quartal alle richtig reinzuprügeln, Shorts raus, Aktienquote wieder auf 100% und was kommt dann? Dann kommt, hallo, wir sind mitten im schwachen Quartal und er prügelt die ganze Show zurück und legt sich hier unten wieder in die alten Gaps rein, die wir hier haben. Ach, da kommen hier unten noch mehr. Das wird nochmal richtig, aber gerade so im Bereich ich sag mal jetzt, wenn wir wirklich darüber reden, was passiert in den nächsten 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Wochen, das hier da und hier, ja, 17, 17, 8, 90, 18, 200, das sind so Bereiche, die er anpeilen kann, wenn das hier oben jetzt nicht klappt. Ja, das muss einem klar sein. Also, wenn der Ausbruch jetzt hier, gibt ihm da 2, 3 Tage Zeit. Unten waren es 2, ja, ich würde ihm hier oben ein bisschen mehr Zeit geben, 2, 3 Tage, vielleicht sogar 4 Tage. Gucken wir uns den jetzt an. Ich würde primär erstmal oberhalb von diesen Channelkanten long gehen. Ich würde grundsätzlich oberhalb von der 600, auch zum Montag, zum Dienstag, mich eher long orientieren, sofern es denn eben nicht nur diese kleine morgendliche Spitze in die 700 rein wird. Ja, aber ich gucke mir den ganz, ganz, ganz genau an, wie die Tageskerzen aussehen hier die nächsten Tage, weil, wie gesagt, es für den DAX absolut typisch wäre, auf so einen potthässlichen Fehlausbruch unten, jetzt einen super hässlichen Fehlausbruch oben hinzulegen, ja, hier irgendwie vielleicht sogar ein neues Allzeithoch zu setzen, wobei das kein Muss ist, ja, also DAX, der kann auch so eine Nummer wie kurz davor drehen, ich fände es attraktiv, wir liegen garantiert viele Stops da drüber, einmal drüber hauen, es wäre nicht verboten, ja, und dann sich wieder zurückzuziehen, hier bis in die Mitte rein, es würde ihm wirklich stehen und hier gut reinpassen, ja, aber das ist jetzt nichts, was für morgen relevant ist, das ist eher für die nächsten Tage. Für den Montag gucken wir uns jetzt wirklich genau an. Den Start, ja, 700, 550 unten im Blick behalten, ja. Unter 550 rieche ich eher in die 450 rein. Und alles, was so über 600 und weiter oben rausgeht, ran an die 700, ran an die 680, 700 und dann weiter in die 780, 800 und eben auch weiter oben raus. Ja, das ist soweit meine Einschätzung dazu. Würde ich damit auch so stehen lassen. Wünsche euch viel Erfolg. Gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.